kleine Beile, kleine Äxte, kleine Hackeln, wie man in Österreich sagt. Ja, haben die einen Sinn? Wo kann man die einschätzen? Und was sind meine liebsten Teile? Und wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survivor Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Es geht um kleine Beile dieses Mal. Und ja, was ist der Sinn? Welche habe ich gerne im Einsatz? Und ja, das mag ich ganz einfach mit dir durchgehen. Das hier ist mein erstes kleines Beil, das ich mir gekauft habe, mein erstes kleines Hackl, das ich mir gekauft habe. Und zwar, das war im Jahr 2003. Habe ich mir dieses Teil hier gekauft, eine schöne Grenzforce-Axt. Das Loch hier, das habe ich mir noch selber gebohrt, haben wir gesenkt sogar und ein Lederbandel drüber gemacht. Das ist auch so ein Lederetui dabei, ja, da ist es. Und ja, was mich früher daran schon gestört hat, ist, dass es keine Gürtelhalterung gegeben hat. Ich glaube, das haben die jetzt gebaut. Schau ganz einfach nach, ich gebe da unten den Link und das ist ganz nett. Das heißt, man kann das so auf der Seite tragen, dann aufmachen, rausziehen, das wird dann am Gürtel bleiben und dann kann man schon damit arbeiten. Hat einen Hammer, hat, wie ich meine, wenn man sich das anschaut, auch einen sehr vernünftigen Querschnitt, damit man auch ein bisschen was spalten kann und ja, ist ganz nett. Gut. Dann mag ich da ein anderes Extrem zeigen. Oder eine andere Art von Mini-Beilen. Und zwar das ist das hier, das ist das Gerber Bear Grylls Teil. Das habe ich noch nicht so lang, das habe ich erst seit heuer. Heuer im Jänner oder Februar, nein, ich glaube im Jänner habe ich mir das gekauft. Ja, im Jänner habe ich mir das gekauft und habe es jetzt schon ein bisschen damit gearbeitet. Und wenn du die zwei jetzt miteinander vergleichst, dann wirst du gleich einmal merken, das hier, abgesehen vom Griffmaterial natürlich, aber das hier, das geht dementsprechend breit auseinander, hat mehr Spaltwirkung als dieses Teil hier. Und das ist auch eine ganz entscheidende Frage, die du dir stellen musst, nämlich was willst du eigentlich damit tun? Was willst du mit diesem kleinen Teil tun? Willst du es haben? Wenn du es haben willst, dann ist alles okay, dann kann man ja alles kaufen. Aber wenn es einen Grund gibt, dann musst du darüber nachdenken, wofür wirst du es einsetzen. Und dann habe ich ein kleines Mini-Beil, das hier, dieses Red Rope Mini-Beil, das kleine Teil hier. Das habe ich auch, glaube ich, schon einmal vorgestellt, das habe ich schon ein bisschen länger. Und das hier ist auch, ja, ich meine, das ist auch so ein kleines Teil. Es gehört eigentlich gehört es ein bisschen größer, also ich finde es nicht optimal, aber zum Werfen als Wurfbeil, so zum Werfen, ist sie ganz nett und ja, warum auch nicht, so ein kleines Mini-Tomahawk. Aber du hast jetzt schon gesehen, das sind jetzt einmal drei unterschiedliche Bereiche, nämlich die ich auch genannt habe. Nämlich das eine ist zum Werfen als Axt, zum Werfen als Kampfmethode oder zum Aufbrechen von irgendwas, so Urban Survival halt. Ja, in die Richtung. Dann eben die Outdoor-Äxte und da natürlich, oder Mini-Beile mit Spaltwirkung und auch ohne. Und wo ist jetzt zum Beispiel der Vorteil zwischen, oder wo liegen die Unterschiede? Wir werden es uns dann nachher auch gleich anschauen. Die Grenzforce spaltet deutlich besser, ist insgesamt leichter, weil unsere Gerber halt auch hier noch dementsprechend viel Metall mit eingebaut hat. Spaltet meiner Meinung nach besser, ja, aber das werden wir dann eh nachher gleich sehen. Genauso wie zum Beispiel diese Gerber-Axt hier, aber Fiskars würde jetzt genau, da gibt es auch, glaube ich, die ist die X21 oder so, irgendwie heißt die, Link zu dem Produkt findest du unten, ich habe das auch schon einmal vorgestellt, die geht auch breit auseinander, die hat auch Spaltwirkung, ich glaube, die hat auch noch ein Messer dabei, aber ist ja wurscht, ja, gut, und dann schön einen Hammer dazu, und den Hammer, den kann man auch wirklich verwenden, weil er breit ist, und die hier, wir werden es auch gleich sehen, ist abartig. Die geht so tief ins Holz mal rein, hat aber keine Spaltwirkung. Du kannst richtig schön Material wegarbeiten damit. Und der Hammer ist halt, ja, dass er halt auch da ist. Das ist ein bisschen schwieriger dabei. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst, ob sowas hier oder sowas. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen einmal und hacken ein bisschen. Ja, ich habe jetzt hier zwei ungefähr gleich große, wirklich ungefähr gleich große und gleich dicke, ja, Eschenstücke. Die hat ein bisschen einen Nachteil hier. Dieses Teil hier wird schwieriger sein, weil es einen Ast drinnen hat. Das hier nicht. Esche gegenständig. Und gegenständig bedeutet natürlich auch immer, dass sie sich eigentlich gut spalten lassen. Wir wollen einmal einen kleinen Test machen. So. Die mit dem Ast lasse ich der Grenzforce. Und das machen wir jetzt mit der Gerber. So. Ja, das war mal Nummer 1. Und jetzt Nummer 2 mit der Grenzforce. Gut, treffen müsste ich auch gut. Ja,
Das ist ein bisschen schwierig jetzt für mich. Also ich weiß ja von meiner Erfahrung her, aber ich will es ja auch zeigen. Aber wenn ich nicht treffe, ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hätte ein bisschen Alkohol trinken sollen. Zielwasser, ne? Zielwasser. Aber jetzt alle guten Dinge sind drei. Jawohl. Und ich glaube, jetzt hat man es gesehen. Grenzforce, also jetzt dann wirklich einen Treffer gelandet. Sogar der, wo der Ast eingebaut ist. Ja. Ich habe absichtlich den genommen. Und da auch ein Astal. Es ist ein bisschen kürzer, um 2-3 cm. Und geht einfach durch, weil es eben diese Spaltwirkung mit hat. So. Gerber trinkt wirklich schön tief ein, hat aber dann irgendwo, ja, weiter geht halt einfach nicht. Und ja, das geht ganz einfach nicht besser. Also da hat ganz einfach die Grenzforce und diese Struktur und diese Art die Nase vorn. Ja, bei dem Test wollen wir uns schauen, wer mehr Material abarbeitet. Ich fange mal an mit der Grenzforce. Also bei den Schlägen. Und jetzt ich sah weiter hinten unsere Gerber. Schön flach geworden, geht gut. Jetzt nochmal die Grenzfass. Ja, mit der kann ich nicht so locker drüber fahren. Das ist bei dir einfach anders. Ja? Das ist einfach ein anderes Arbeiten. So, jetzt versuchen wir eindringen. Einmal mit der Gerber. Steckt. Einmal mit der Grenzforce. Ja, muss ich so machen. Dann steckt's. Und die hier, die Gerber, auch beim Geraden reinschlagen, weil sie einfach so tief eindringt. Ja, ist ganz einfach ganz eine andere Struktur. Ja, du hast gesehen, wo die Vor- und Nachteile von diesen beiden Teilen liegen. Jedes hat seine Berechtigung. Es kommt ganz einfach darauf an, was du machen willst und ja, wie du gebaut bist. Eines noch, die Grenzforce kostet natürlich ein bisschen mehr als die Gerber. Link zu den Produkten findest du unten. Wenn du aber eine Spaltwirkung haben willst, dann würde da die Gerber oder auch die Fiskars X21, glaube ich, heißt die. Link findest du auch unten empfehlen, weil die hat auch dementsprechende Spaltwirkung. Das war's an der Stelle. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Deine Erfahrungen teilt sie mit uns. Daumen nach oben oder nach unten. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und jetzt muss ich da hinten mit Tobias einen Staudamm bauen. Ciao.